Herzlich willkommen zurück zu Draw a Stickman Epic. Und wir sind schon in unserem richtigen letzten Level. Also das hier nenne ich jetzt richtig und das hier unten, dieses Schneelevel, was auch immer uns da erwarten wird, das gucken wir uns halt ganz zum Schluss an. Aber erstmal machen wir die Story zu Ende. Und das in Zarps Festung. Da haben wir jetzt, glaube ich, alle Schlüssel, wenn ich mich nicht ganz irre, alle vier Schlüssel. Somit haben wir jetzt alle Möglichkeiten, die uns geboten werden. Hier unten können wir beispielsweise mal ein bisschen Feuer anzünden. Mal gucken, was das bringt. Ist ja irgendeine gelbe Flüssigkeit. Was auch immer die machen soll. Und wir folgen mal dem Weg und gehen hinein. Bestimmt war hier drin draußen schon irgendwas. Und wetten, es geht auch das. Ich kann es mir super vorstellen bei diesem Spiel. Genau. Mal gucken, was uns erwartet. Hier ist schon irgendeine Dangerous Zone angegeben. Scharupke, alter Kollege! Was machst du denn? Nö, ich mach dir nicht auf. Da passiert immer was Schlimmes. Aber anscheinend muss ich. Sonst komme ich hier nicht weiter. Von daher, diesen Schlüssel. Und aufschließen. Oh nein! Du dachtest etwa nicht, doch etwa nicht, dass das alles war? Nee, ich habe deinen Freund nur entführt, um dich hierher zu locken. Ich werde dich vernichten und deine Stifte an mich reißen. Nein. Was macht der? Oder beziehungsweise, was kann ich machen? Ich kann ihn hier verbrennen, höchstwahrscheinlich. Okay, da zeichnet die ganze Zeit irgendwas. Und wir haben anscheinend wirklich nur eine bestimmte Zeit hier für uns zur Verfügung. Von daher mal gucken, wie wir das jetzt bewerkstelligen können. Da können wir gar nichts mehr machen. Warte, nee, keine Axt. Ich möchte gerne mal versuchen. Was passiert mit einem bisschen Blitz hier? Zack. Okay, das bringt überhaupt nichts. Und was ist, wenn wir hier so ein bisschen Regen über uns fallen lassen? Yay! Hier, Scharupke, und wir sterben einfach mal. Yay! Hektisch und elektrisch. Das geht also auch. Interesting. Und was gibt es da unten? Da ist irgendwas explosiv. Komme ich da irgendwie schon jetzt hin? Oder muss ich da gleich irgendwie fliehen? Also ich kann das jetzt mal abbrennen. Zack. Aber ich glaube, das bringt jetzt noch nicht wirklich viel. Na gut, dann gehen wir halt wieder rein. In unser Verderben. So, okay. Ach, der verkürzt das jetzt sogar. Was können wir denn hier machen? Wir können ja mal versuchen, hier noch einen Schlüssel anzuzeichnen. Nehmen den mal auf. Können wir hier irgendwas machen? In diesem bisschen anscheinend überhaupt nicht. Können wir mit einer Axt irgendwas machen? Nee, anscheinend auch nicht. Wir können natürlich mal versuchen, beziehungsweise einfach mal warten, was der hier jetzt gerade zeichnet. Wenn ich nicht denke, dass das die Lösung hier sein wird. Aber hier oben haben wir beispielsweise hier noch so ein bisschen Zeug, ne? Was auch immer das gerade war. Ich könnte natürlich auch mal in dem nächsten Versuch, den wir höchstwahrscheinlich brauchen werden, einfach mal nicht in diesen Bereich hier laufen, sondern überall anders hin, nur nicht dahin. Und gucken, was wir hier sonst noch für Möglichkeiten haben. Jetzt
hören dir nochmal einfach alles an. Bleibt ja uns nichts anderes. Ja, was anderes haben wir ja nicht vor. Und der ist gleich fertig. Mit was auch immer der da gerade beschäftigt ist. So, ein Baum mit Zacken. Muss er jetzt das noch kolorieren oder? Ja. Das dauert anscheinend ewig. Also hier hast du eine Regenwolke. Sollte das dann nicht verschwinden? Können wir nicht schon ein Feuer vorbereiten? Ein interessantes Rätsel. Aber ich habe keinen Plan, wie ich jetzt damit umgehen soll. Hier kriegst du noch ein paar Blitze, aber das bringt dir ja nichts. Mit einer Axt und so können wir eigentlich auch nicht, überhaupt nichts anfangen. Von daher, vielleicht komme ich hier mit WASD raus, aus einem irgendwie Miniaturbug. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Mensch, Scharupke. Komm noch ein bisschen näher, dann könnte ich dir aufschließen. Wie lange braucht er denn? Das ist ja langweilig. Da oben haben wir einen Toaster. Kann der noch irgendwas? Ich will nicht... Ich habe aber die Lösung gefunden. Aha. Da ist überall nämlich Dynamit hinter versteckt. Und das müssen wir anscheinend putt machen und wir müssen da auf jeden Fall rein, sonst sehen wir das nicht. Okay, dann machen wir erstmal kurz. Mach mal kurz auf. Zack. Guck mal, Dynamit. Passiert was, wenn wir das anzünden? Sieht eigentlich nicht danach aus. Ah, cool. Guten Tag. Ich zünd das hier mal kurz alles an. Momentchen. Ganz viele Bienen, okay. Hier haben wir noch einen Toaster. Ich gehe mal kurz nochmal zurück. Dann zünde ich mal hier kurz diese Seite hier an. Und die Seite hier auch. Ich hoffe, ich verbrenne hier nicht. Dann kann ich hier ja noch ein bisschen Gewitter machen. Zack, zack, zack. Ja, das nennt sich Gewitter. Genau, richtig. Das, liebe Kinder, ist Gewitter. Ein Schaltkasten. Und ein Toaster. Na gut. Wir brauchen einen Schlüssel. Mal gucken, was damit passiert. Damit kommen wir jetzt hier hoch, okay. Dann können wir hier erstmal das Dynamit zünden. Nein, lieber nicht. Machen wir es mal direkt. What the fuck? Und leider gibt es hier keine Checkpoints. Das ist das Einzige, was ich an dem Spiel bemängel. Der Rest ist ja alles tutti frutti. Hier, zack, sehr schön. Dann hier, Blitze, zack, zack. Und let's go. Ein Feuer hier überall, let's go. Jetzt malt er da seine Füßchen, kleinen Hümmelchen, ja. Oh, guck mal, was wir da haben. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier erstmal das hier aufmachen? Genauso wie hier. Zack. Dann kommen wir erstmal da gleich schon mal durch. Ich weiß nur nicht, wie wir jetzt mit dem Ei gleich verfahren sollen, aber ich kann ja schon mal hier einen Schlüssel nehmen. Zack. Und da vorne das hier aufschließen. Sodass wir jetzt hier nach oben kommen. Ey, eben ging das.
Ich mache noch ein paar Sachen kaputt. Ist das vielleicht notwendig? Muss das... Ah, okay. Hallo? Ich würde gerne... So. Jetzt? Ein Tacken zu langsam, scheiße. Aber anscheinend haben wir Ewigkeiten Zeit. So. Jetzt ist er erstmal unten, okay. Dann holen wir einen neuen Schlüssel. So, und jetzt schnell rüber. So. Aus sicherer Entfernung mal kurz das explodieren lassen. So weit entfernt, wie es geht. Und jetzt brennt hier alles. Zack, zack. Mal gucken, was sich hier hinter befindet. Ist da irgendwas? Nö. Aber höher kommen wir auch nicht. Dann lasse ich mal hier kurz auch die beiden. Und na komm, nehmen wir den auch mit. Kaputt. Nicht Regen. Kaputt. Kennst du den kennst du den Unterschied nicht, meinte ich. So, dann machen wir erstmal das Viech hier auf. Genauso wie das hier. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. I'm not sure. Wobei, ich habe gerade echt keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. So. Jetzt erstmal schön hier in der Waage halten. Und da haben wir ein paar Blümchen, die wir gießen müssen. So, dass dann gleich unsere Bienen hier hochfliegen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich das Signal wieder rückgängig mache. Kann ich das auch mit einem Blitz machen? Yes. Sehr schön. Es geht wieder hinab. Scharupke, wie geht's dir? Oh, jetzt geh doch außen rum. Sei doch selbstständig. So. Was passiert jetzt? Dann nehmen sie uns. Und wo kommen wir hin? Schnell, zeichne eine Hand in meine Axt. Hier, hast du. Zeichen der Vergeltung. Oh nein, mein Stift der Dunkelheit ist kaputt. Ohne die Macht des dunklen Stifts kann ich nicht mehr über die Hellwelt herrschen. Oh. Wohin läuft er? Oh, da zeichnen sie eine schöne Sonne. Aus ihrem Urlaub. Haben noch ein paar Frauen sich ergattert, natürlich. Mit einem Ei oder was hat die in der Hand? Keine Ahnung. Ein böses Buch. Oh, happy. Ende. Credits laden. Produktionsleitung Clinton Mills und Chris Mills. Will Williams hat die Projektführung und das Design übernommen. Design Jeff Dehart, Craig Dehart, John Peppers und so weiter und so fort. Levelkonstruktion, Illustrierung, ja, alles schön gezeichnet gewesen. Und der Matt Biertner hat natürlich auch eine sehr gute Leistung abgeliefert. Und ja, alles sehr ruhig gehalten. Ist ein Spiel zum Entspannen und zum Aufregen. Naja, besonderer Dank an Scharupke, yo, der hat natürlich auch mitgewirkt. Produziert von hitsense.com. Dream it real. Und da stehen sie wieder. Glücklich vereint. So. Wir haben jetzt zwar überhaupt nicht irgendwelche Sachen da bekommen. Was haben wir hier? Eine 2. Aha. Aber
Wir gucken jetzt erstmal hier. Da sollte jetzt noch ein Teilchen fehlen. Sogar zwei Teilchen. Vielleicht zählt da noch das Zusatzlevel dazu. Sonst habe ich nämlich alle. Bevor ich jetzt auf diese 2 drücke, kommen wir mal zu den Sternchen. Unsere Pinguine.